Wir gehen jetzt in diese heilige Höhle rein und gucken mal, was es hier auf sich hat mit den Maschinen, die hier rauskommen. Mögen die Landgötter unser Eindringen vergeben. Kommen wir denn hier hoch? Scheint erstmal gar nicht. Was ist das? Eine Art Wand. Aus Licht. Wir müssen irgendwie drumherum. Wir folgen dir, Aloy. Hier oben! Im Tempo sind wir vielleicht zu drei fertig. Was soll das denn heißen hier? Kommen wir hier so rüber? Oh, das ging so gerade. Warum kann der eigentlich weiter springen als wir? Mega unfair. Was zum Heilen? Was ist das da? Wie eine Brutstättentür. Werkstatt Tau. Oh, das geht nicht. Um zu verstehen, was darin vor sich geht, brauchst du das hier. Oh, wird sie das jetzt nehmen oder auf nicht? Auf die Schläfe. Genau so. An der Tür ist blaues Licht. Ja, da gewöhnst du dich dran. Keine Angst, Sir. Ich helfe dir. Hör zu, die Maschinen, gegen die wir kämpfen, sind anders. Gefährlicher. Das heißt, dass hinter dieser Tür etwas sehr Mächtiges auf uns wartet. Das uns tot sehen will. Folgt mir und seid auf alles gefasst. Ja, ich weiß, das habe ich eben schon gedacht, weil du das gesagt hast. Eine Brutstätte ist praktisch eine Quest- bzw. eine Einflugsbrutstätte. Das wird die hier sein wahrscheinlich. Das sind wir hier nicht alleine. Wenn ich das richtig. Da habe ich eben auch dran gedacht. Dann los. Wir müssen den Kern dieses Orts finden. Hier ist so viel Metall. Wer hat das gebaut? Maschinen. Wie du sie noch nie gesehen hast. Hier sind Maschinen. Oh, das fand ich sehr geil. Wir müssen sie ausschalten. Direkt hinter dir, Aloy. Entdeckt. Nehme die hier. Muss hier weg. Hier. Jeder Treffer schreckt nicht mehr. Hast du Spaß, Aloy? Natürlich nicht, wir müssen ja die dumme Maschine töten. Und gleich nochmal! So eines kaputt. Ach, beweg dich schon nicht so. Was war das? Brauchst du meine Hilfe? Was war das? Das ist also eine Brutstätte, wo Maschinen geboren werden. Es sieht so aus, doch wenn die Landgötter hier ein- und ausgehen, ist das nicht alles. Sie werden hier auch repariert. Und der
Geist, den du suchst, ist hier drin? Minerva? Vielleicht. Aber ich glaube, das ist nicht alles. Wir gucken jetzt uns erstmal gucken wir so ein bisschen um. Ja, das ist doch schon gesehen mit den Unterarten. Noch eine Wand. Da geht's nicht weiter. Hier durch. Uiuiui. Diese Kabel leuchten. Das habe ich schon mal gesehen. Sie sind wie eine Infektion. Ach, diese Kabel. Das Ding, das uns tot sehen will. Es übernimmt Orte wie diesen und macht Killermaschinen. Es nennt sich Hephaestus. Sogar der Berg ist bis ins Mark verdorben. Diese Kabel blockieren den Weg nach oben. Ihr zwei wartet hier. Ich finde einen anderen Weg. Okay. Wenn man auf diese Platte tritt, wird etwas aktiviert. Teile der Säulen scheinen sich zu drehen. Vielleicht stoppen sie, wenn ich auf sie schieße. Und geben einen Weg frei. Ganz knapp. Ach, schade. Hat geklappt. Wie geht's dir so? Dieser Ort war für die Landgötter bestimmt. Kein Utaru so, hat ihn jemals betreten. Kannst du dich auf die Platte stellen? Aber ich musste, oder? Um dir und Aloy zu helfen und Pfad zu finden. Du tust das Richtige so. Das war ganz gut. Ja, es war jetzt auch nicht ganz so schwer, ne? So, jetzt sollte ich da hochklettern können. Das war ziemlich dämlich. Was ist das da hinter der Wand? Was es auch ist, es ist riesig. Was war das jetzt? Peinlich. Wie komme ich jetzt da hoch? Das für? Ja, es enthüllt Dinge. Licht, Bilder, Glyphen, Schwachstellen von Maschinen. Ja, aber das war ja schon, also ich kann ja nichts mehr machen. Nein, nur Aloy und ich. Und, naja, jetzt du. Da komme ich dann hin, oder? Autsch. Alles in Ordnung? Ja, ich muss nur wieder hochklettern. Also,
Irgendwas ist doch hier falsch. Aloy scheint Orte wie diesen zu kennen. Was kann ich jetzt hier machen? Ich war in einer Ruine der alten Welt, sonst nichts. Verstehe. Also ich muss ja da hochkommen. Wie komme ich da hoch, Oliver? Hier springt ja mega weit, aber... Das ganze Metall ist so kalt wie im Winter hier. Also ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Du hast das schon gespielt, war es bei dir nicht genauso? Also das ist ja alles kein Thema. Das hier ist auch kein Thema. Warte mal jetzt. Da passiert nichts. Fast getroffen. Nächstes Mal schaffst du's. Das kommt gleich wieder rum. Wollen die mich jetzt verarschen? Das Abpassen ist schwierig. So, auf welcher Platz zum Gehört? Auf welcher Platte müssen die entstehen? Na guck mal, es leuchtet doch, oder nicht? Also egal, wo ich hier draufstehe, es passiert nichts.
Also, was soll ich denn jetzt machen? Guck mal, mit dem Energie... Warte mal kurz. Ich gleite! Ach Leute, das ist doch jetzt scheiße. Also entweder ist das so, dass ich das wirklich treffen muss, oder... Ja. Dann probieren wir jetzt mal was aus.